Mein Name ist Frank Lehmann, ich bin seit 3 Jahren Geschäftsführer der Ensinger Mineralheilquellen. Wir sind ein Familienbetrieb, der 1952 gegründet wurde. Unsere 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter produzieren hier am Firmensitz in Feigenenz im Jahr ca. 160 Millionen Füllungen natürliches Mineralwasser, nachhaltig produzierte Fruchtsaftschorlen und Erfrischungsgetränke. Zuerst haben wir ermittelt, wo und wie wir Energie einsparen können. Bereits vor 20 Jahren hat Ensinger in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut ein Stoffstrommanagement eingeführt, bei dem wir den Verbrauch unserer wichtigsten Ressource, dem Mineralwasser, genau unter die Lupe genommen hatten. Im Zuge der Ergebnisumsetzung konnte der unnötige Verbrauch deutlich reduziert werden. Durch die Erfahrungen mit dem Wassermanagementprojekt wurde uns bewusst, wie wichtig es ist, unser Umweltmanagementsystem stärker zu systematisieren und mit Inhalt zu füllen. Als eines der ersten Unternehmen aus Baden-Württemberg haben wir uns deshalb mit dem Umweltmanagementsystem EMAS zertifizieren lassen. 3 Jahre später erfolgte die Erstzertifizierung unseres Umweltmanagementsystems nach DIN-EN ISO 14001. In den Folgejahren hatten wir alle Hände voll zu tun, das Bewusstsein der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Ressourceneffizienz und Energiemanagement zu schulen und zu sensibilisieren. 2013 erfolgte mit der Erstzertifizierung nach DIN EN ISO 50001 im Bereich Energieeffizienz ein weiterer großer Schritt. In der Zwischenzeit haben wir viele größere und auch kleinere Projekte umgesetzt. Zu den Highlights gehört sicher ein Projekt zur Energiedatenerfassung, bei dem wir anhand von 82 Messpunkten im ganzen Betrieb Verbrauchswerte erfasst und aufgezeichnet haben. Durch die dadurch erreichte Transparenz konnten wir unnötige Verbräuche, zum Beispiel an Wochenenden, lokalisieren und durch Optimierungen an den Anlagen beseitigen. Eine Software unterstützt uns bei der Kontrolle und Auswertung. Somit ist ein aktueller Überblick jederzeit gewährleistet. Das System wächst und wird ständig um weitere Messstellen erweitert. 2018 und 2019 wurden große Teile des Betriebs auf LED-Beleuchtung umgestellt. Bewegungsmelder sorgen in den einzelnen Bereichen dafür, dass das Licht nur dann angeht, wenn es auch tatsächlich benötigt wird. Es folgte die Erneuerung der Flaschenreinigungsmaschine, bei der nun über 60% an Frischwasser eingespart wird. Insbesondere der Reinigungsprozess der Mehrweg-Glasflaschen ist sehr, sehr energieintensiv, weshalb sich die energetischen Modernisierungen in vielen Bereichen tatsächlich lohnen. 2020 wurde nach einem großen Investitionsprogramm für Glas Mehrweg in Höhe eines 2-stelligen Millionenbetrags der 2. Teil der energetischen Sanierung und Modernisierung umgesetzt. Die Erneuerung der Glasabfüllanlage konnte im November 2020 abgeschlossen werden. Die Bereitstellung von Druckluft ist besonders energieintensiv. Deshalb rentiert es sich sehr, in diesem Bereich auch aktiv zu werden. Hier kommen die von uns ausgebildeten Energiescouts zum Einsatz. Sie suchen und finden Leckagen, die dann unverzüglich beseitigt werden. Dies dient zum einen der Energieeffizienz bzw. Einsparung im Unternehmen, als auch der Bewusstseinsbildung unserer Auszubildenden. Ein kleines Beispiel aus der Praxis, wie Sie hinter mir sehen, unsere alte Außenbeleuchtung bestand aus 37 HKL-Leuchten mit insgesamt 5500 Watt. Diese wurden durch LED-Leuchten mit 70 und 35 Watt ersetzt. Das ergibt jetzt nur noch 1890 Watt. Wir reduzieren damit unseren Jahresverbrauch um über ca. 15.000 Kilowattstunden. Das ist so viel wie etwa 15 Personen im Jahr verbrauchen. Man sieht, es lohnt sich, wir entlasten die Umwelt und sparen dabei auch noch knapp 3.000 Euro im Jahr. Auch in der PET-Anlage gibt es viele Möglichkeiten der Verbrauchsreduzierung. So konnte beispielsweise der Druck, mit dem die Flaschen produziert werden, von ursprünglich ca. 36 Bar auf nun 28 Bar reduziert werden. 10 Bar des Blasdrucks werden bereits für das Vorblasen der neuen Flaschen verwendet. Also spätestens, wenn im ersten Schritt die Einsparpotenziale ausgeschöpft sind, dann startet die zweite Stufe. Und das ist der Einsatz von erneuerbarer Energie. Auch dieser Prozess startet natürlich mit dem Naheliegenden. Das war in unserem Fall jetzt im Jahr 2012 die Nutzung von unserer Dachfläche, 15.000 Quadratmeter. Ja, wir haben uns gedacht, wenn wir schon eine solch große Dachfläche haben, dann nutzen wir die auch sinnvoll. Und durch die staatliche Förderung ist es auch wirtschaftlich sehr interessant. Wir haben 5.000 Solarmodule und die haben bisher ca. 6.700 Tonnen CO2 eingespart und decken zusätzlich mittlerweile etwa ein Viertel unseres gesamten Strombedarfs. Seit 2013 wird der restliche Strombedarf durch den Einkauf von echtem Ökostrom gedeckt.
Mit der Umstellung 2016 von Gasstaplern auf Elektrostapler haben wir eine weitere Maßnahme für den Klimaschutz begonnen. 12 Elektrostapler sind derzeit in der Logistik im Einsatz. Von diesen 12 sind 5 Lithiumstapler dabei. Am Anfang war es eine sehr hohe Hürde bei den Mitarbeitern, diese Elektrostapler anzubringen. Es war ein sehr großer Vorbehalt den Elektrostaplern gegenüber, da sie davon ausgegangen sind, die Leistung ist deutlich geringer wie bei Gasstaplern. Dies hat sich nicht bewahrheitet. In der Zwischenzeit fahren die Mitarbeiter lieber Elektrostapler als einen Gasstapler. Wir konnten durch die Maßnahme ca. 40 Tonnen pro Jahr CO2-Emissionen einsparen. Tja, auch die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter profitieren vom betrieblichen Umweltschutz. Seit 2018 bietet Enzinger steuerlich begünstigte Fahrräder und E-Bikes an. Ein wichtiger Schritt in ein umweltfreundliches, umfassendes Mobilitätskonzept. Von Anfang an war uns bei unseren Bemühungen um Nachhaltigkeit Transparenz, das heißt das Sammeln und Auswerten von Daten und auch das Teilen von Daten mit Dritten, sehr, sehr wichtig. Und deshalb werden wir auch bei unseren Klimaschutzbemühungen von TÜV Rheinland begleitet. Der TÜV Rheinland überprüft die von uns erfassten Verbrauchs- und Emissionsdaten und erstellt eine unabhängige Klimabilanz. Wir sind ein naturnahes Unternehmen, das von dem lebt, was die Natur uns schenkt. Wir halten es für unsere Pflicht, davon etwas zurückzugeben, sodass nachfolgende Generationen den Naturschatz Mineralwasser noch in derselben Reinheit genießen dürfen, wie wir das tun. Das Umwelt- und Energiemanagementsystem hilft uns dabei, systematisch am Thema dran zu bleiben. Natürlich ist es auch gut fürs Unternehmensimage und dadurch für die Kundenbindung. Das zeigen auch die vielen Auszeichnungen, die wir haben. Ohne ein gutes Energiemanagementsystem wären wir heute nicht da. Und ohne diese Entscheidung, auch Daten zu sammeln und zu verarbeiten und transparent zu machen, da wären wir heute nicht da, wo wir heute stehen. Und das ist eben auch der erste Schritt. Ich ermutige alle kleinen mittelständischen Unternehmen, sich auf diesen Weg zu machen. Das lohnt sich. Das ist ein guter Weg, der das Unternehmen besser machen wird.